Ach ja, ich habe mir noch Gedanken gemacht über einen Ältesten. Mein Kinders! Was geht denn bei euch ab oder was? Gleich auf Glanz und so. Guckt euch mal meine Basis an. Guckt mal, wie schön die aussehen kann. Alter, ich bin so ein richtiger Hip-Hop-Rapper, Rappledy-Dapper. Ist abnormal. Abnorm ist das, was ich hier rap. Nun ja, Gleich auf Glanz ist wieder am Start, ja? Wir haben den letzten Clan, wo er hart verkackt. Aber der andere Clan war ja auch eine Trilliarde mal stärker als wir. Also das war irgendwie ein bisschen nicht fair. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir haben es ja, echt. Es ist im Moment gerade ein Platz frei, glaube ich. Ja, ein Platz ist noch frei. An der Stelle sage ich auch direkt nochmal, wenn solche Sachen passieren, so wie auch bei Clash Royale. Der Clash Royale Clan ist jetzt offen. Auch die Dummbabbler. Solche Sachen werde ich immer in Twitter posten. Ich werde einfach kurz twittern. Hey Leute, ein Bums... Fick ist gerade ein Platz frei, da kommt da hin oder hier ist voll der geile Scheiß oder ich stream gleich oder irgendwie sowas. Solche Sachen werde ich auf Twitter schnell raushauen. Also falls ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann solltet ihr mich auf Twitter bevögeln. Gott, hört sich das hört sich wieder ganz komisch an, ihr wisst, was ich meine. Wie das auf Twitter halt heißt, hinterherfliegen oder keine Ahnung, Schwalbenformation. Einfach unten den Link, der ist irgendwo in der Beschreibung, da steht Twitter-Doppelpunkt, einfach da dann folgen. So, ich bin jetzt endlich ein Level up mit meiner Butze hier. Einige haben mir davon abgeraten, aufgrund meiner schlechten Verteidigung, beziehungsweise eben aufgrund der schlechten Welle. Die Verteidigung ist ja auf 100%, also war zumindest auf 100% von der letzten Ausbaustufe. Jetzt kann ich hier, glaube ich, wieder höher gehen, oder? Ja. Und da ich nicht farme, muss ich einfach abwarten, immer bis meine Minen das produziert haben. Es dauert einfach ewig. Also ich farm schon, ich muss jetzt auch wieder einen Angriff machen, den ich jetzt eben mache. Aber es dauert halt ewig, weil ich nicht mit diesen Kobolden farme, sondern ich suche mir immer eine Basis raus, die ich kaputt kloppen kann und rob's halt auf 100% ein, aber da ist meist nicht viel zu holen. Ach übrigens, falls ihr, ja, Clan War technisch, wie sieht es bei euch aus? Scheiße, Mann, es werden keine 100%. Der nächste Clan War steht wieder an. Wer macht mit? Bitte hier in die Kommentare reinschreiben. Einfach ich mache mit und mit eurem Ding, mit eurem Namen, Ingame-Namen. Letztes Mal wieder ein oder zwei geschrieben, ich mache mit. Mit dem YouTube-Namen, der komplett anders ist wie Clash of Clans-Name. Was soll ich denn wissen, wer das jetzt ist? Also ja, bitte den Namen dazu schreiben. Ey, das wird doch nicht mal ein Stern hier. Guck dir das mal an. Die Priorisierung ist halt so gay von diesen Dummköpfen. Hätten die verkackten Mages wenigstens die blöden Bogenweiber angegriffen. Aber nein! Ich habe ja auch meine Zaubertränke nicht gehabt. Ist natürlich klar, ne? Ist blöd. So, einer ist noch frei. Der kann hier noch irgendwas bauen. Die Kanone soll er verbessern, oder? Ne, das Ding, das ist ein bisschen cooler. So, also meldet euch bitte, wenn ihr beim Clan War mitmachen wollt. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, auf jeden Fall auf Twitter folgen. Weil auf Twitter klopfe ich sowas raus. Das ist nämlich das Einzige, das ich eben auch auf dem Handy habe. Facebook ist mir viel zu viel geraffelt, das habe ich nicht auf dem Handy drauf. Ich wollte noch mir noch Instagram holen, weil ich es auch früher schon hatte, aber es geht nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, wenn ich auf Instagram, auf dem Handy Instagram nutze und ein Foto mache, steht dann da, es ist ein Fehler aufgetreten und die Bearbeitung kann nicht fortgesetzt werden oder sowas. Und das passiert immer, immer, immer. Ob ich Internet habe oder nicht. Ich habe die Dings schon neu installiert, die Software also runtergehauen, neu installiert, anderes Internet, alles mögliche ausprobiert, nichts geht. Es ging aber schon auf meinem Handy. Komm, jetzt spenden wir hier noch was. Zack, zack, zack. Und gut ist. Ach ja, ich habe mir noch Gedanken gemacht über einen Ältesten. Ich werde oft angeschrieben, von wegen, jemand will Ältester werden. Also einige wollen Ältester werden. Und woran ich das festmachen würde, natürlich mache ich es ausschließlich daran fest, wie gut ich Leute kenne. Weil Ältester, oder gibt es noch einen höheren Rang, ich weiß es nicht. Das macht ja, dann hat man ja irgendwann eine gewisse Verantwortung, oder? Kann man als Ältester nicht vielleicht sogar Kleinkriege starten irgendwann? Ich weiß es nicht, aber irgendwas kann man doch sicherlich machen, wenn ich jemanden zum Ältesten ernenne oder noch höher, falls das geht. Und dann werde ich natürlich nicht jemanden wählen, den ich nicht kenne. Und vor allem nicht Leute, die ganz frisch reingekommen sind. Als ich den Clan eröffnet habe, sind die Leute reingekommen und da stand ja im Chat, hallo, kann ich Ältester werden? Du kannst dich vielleicht ins Knie ficken, mein Freund. Was stellen sich die Leute vor? Warum? Warum ist das so? Das ist so, wie wenn sie aufs Teams kommen und sagen, ah, hallo, ich bin das erste Mal hier, kann ich Superadmin werden? No. Kannst du nett. Es wäre ja nett, wenn ihr mir unter dieses Video schreiben könntet, was ein Ältester alles so macht und machen kann und lassen kann. Ich kann es auch googeln, ich weiß, aber ihr könnt es mir auch schreiben. Ich habe schon ein paar im Auge. Oh, guck mal, wir sind bald Level 2. Wenn das voll ist, sind wir doch bestimmt Level 2, ne? Oder was ist das? Männer, schön weitermachen. Bekommt man das durch Spenden? Sehe ich es richtig? Wenn man hier spendet, bekommt man das dann? Egal. Leute, Love Bones. Ja, also ich werde die Tage mal ganz genau überlegen, wen ich da als Ältester setze. Vielen Dank fürs Zusehen, ja. Brecht dir nicht die Daumen ab beim Daumen hochgeben. Das ist ja eher der Zeigefinger-Aktion, sag ich mal. Tschüss.